zu dem Mixtape, also es ist auf jeden Fall anders als die anderen Mixtapes, die wir rausgebracht haben. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie eine komplett andere Musikrichtung fahren wollen. Hör mir zu, mein Freund, ich erkläre dir den Sinn. Die Single heißt Ab morgen bin ich Sieger. Und in dem Video geht es halt wirklich um Alltagsstress, um viele verschiedene Probleme. Also die ganz normalen Alltagsprobleme, die eigentlich ein Mensch so hat. Und wie man damit umgeht. Heute bist du wirklich sowas von down und keine Ahnung, du hast gerade eine Mahnung bekommen und 1500 Euro musst du zahlen und fürs Video, weil der Videomann so teuer ist. Und am nächsten Tag auf einmal läuft alles und es klappt und du lernst wen kennen und bist glücklich und das ist halt wirklich, das Leben ist nun mal so und ich glaube, das kann jeder bestätigen, es ist halt ein Auf und Ab, also es gibt keinen Menschen auf der Welt, dem es immer nur gut geht, egal ob er Multimillionen hat oder total broke ist. Also das Video kommt auf YouTube und über Facebook machen wir die Promo und ich freue mich wirklich riesig über jeden, der das liked und teilt, weil das ist genau der Support, den wir brauchen. Ne? Genau auf die Leute sind wir angewiesen. Das Video kommt definitiv am 18. Februar raus. Also diesmal werde ich den Termin auch einhalten. Ich glaube, das ist der erste Termin, den ich überhaupt einhalte, seitdem ich Musik mache. Es hat immer irgendwie nicht geklappt. Es kam immer irgendwas dazwischen oder so. Früher war man halt total impulsiv. Man hat irgendeinen Track gehabt, den hat man total gefeiert und wollte den gleich raushauen. Und dann wollen wir natürlich auch noch ein Cover dazu haben und dies und jenes und irgendwas hat dann immer gefehlt. Ne? Also, aber diesmal können wir wirklich sagen, am 18. wird definitiv das Video erscheinen. Bei dem Mixtape ist es halt wirklich so, dass es, ich würde sagen, anspruchsvoller ist. Von den Beats her zum Beispiel ist halt jetzt auch viel, viel mehr eigene Produkte. Also wir haben viel, eigentlich sind fast nur bis auf zwei Beats sind, glaube ich, alle von To Die. Man wird ja selber auch älter und genauso ist das halt mit der Musik auch. Ne? Man verändert sich oder man im Leben verändert sich irgendwas und genau die Musik passt sich dem halt echt total an. Das vergessen halt viele Leute auch einfach immer. Also es geht ja einem nicht immer nur schlecht oder so. Und wenn du mal halt echt eine Phase hast, wo es dir gut geht, dann machst du andere Musik als zu der Zeit, wo es dir nicht so gut ging. Also ich bin richtig, richtig zufrieden damit. Das ist auch mit Abstand das beste Mixtape von denen, den ich gemacht habe bis jetzt. Es ist nicht so flach, es ist auf jeden Fall tiefgründiger als die Sachen davor. Und ja, ihr müsst es euch einfach mal anhören. Heute gebe ich auf und morgen kämpfe ich groß. Ich hab alles schon verloren.